Willkommen zur Gruppe B des TBH Cups. Wir starten mit der Partie zwischen dem TuS Hessisch Oldendorf und dem TB Hillixfeld 2. Daniel Schwake bringt Hessisch Oldendorf in Führung 1:0. In der 10. Minute wird der Mann mit der Nummer 7 von Alexander Liebau super in Szene gesetzt. 2:0. Die Mannschaft von Adrian Suslik sorgte hier also für klare Verhältnisse. Florian Schwake markiert mit diesem sehenswerten Treffer den Endstand 3:0 für den TuS Hessisch Oldendorf. Als nächstes trafen Roden und Tündern aufeinander. Ein Kreisligist traf also auf einen Landesligisten und der Kreisligist ging hier bereits nach einer Minute in Führung durch André Glanz. Der Ausgleichstreffer für die Schwalben in der 6. Minute sah nach einer Slapstick-Einlage aus. Hassan Hamadi bekommt den Ball an die Brust und dann geht er irgendwie hinter die Linie. Ein glücklicher Treffer, 1:1. Aber Roden blieb fokussiert und die Herren in Schwarz wurden kurz vor Schluss dafür belohnt. Daniel Becker staubt ab zum Siegtreffer, 2:1 für Roden. Nächstes Match, TB Hillixfeld 2 gegen den TSV Bisperode. Daniel Ivicic eröffnet das Schützenfest nach einer Minute 0:1. Kurz darauf kann sich Abbas Yaba in dieser 1:1 Situation perfekt durchsetzen, 0:2. Der Bezirksligist hatte auch weiterhin keine Gnade, Schoncheck erhöht auf 0:3. Eine sehr einfache Angelegenheit für den TSV. Linus Karl hat das Auge für Ivicic, 0:4. Und das war noch lange nicht alles. Die 9. Minute, Daniel Krikunenko darf sich ebenfalls in die Torschützenliste eintragen lassen, 0:5 für Bisperode. Beim nächsten Treffer profitierte Daniel Ivicic von seinem neuen eleganten Kurzhaarschnitt, 0:6. Die letzten drei Treffer dieser einseitigen Angelegenheit gibt es im Schnelldurchlauf. Die Torschützen in chronologischer Reihenfolge: Daniel Ivicic mit dem 0:7, Abbas Yaba mit dem 0:8 und den Schlusspunkt markiert Dustin Anders, 0:9, also das Endergebnis. Und hier gibt es die Tabelle der Gruppe B. Los geht es mit der Gruppe C und der Begegnung zwischen Lauenstein und der SG Hameln 74. Robin Tegmeier, 0:1 für die Hamelner. Der Landesligist sicher ein Favorit auf den Turniersieg. Yalcin Ulus mit einer super Vorarbeit für Nick Bicknell, 0:2 das Endergebnis. Als nächstes trafen die Eintracht aus Afferde und der TC Hameln aufeinander. Knapp 3 Minuten gespielt, Sebastian Moore, 1:0 für die Eintracht. In der 9. Minute liegten die Grünen nach. Dennis Fulek kann sich exzellent behaupten und knallt das Ding rein zum 2:0. Der Keeper der Eintracht, Strüber, dachte kurz darauf, er sei Manuel Neuer, doch das Ganze ging schief. Franzioch bestraft diesen Ausflug. Der Anschlusstreffer, 2:1. Der Kreisligist ließ sich dadurch allerdings nicht aus dem Konzept bringen. Der Youngster Stefan Siegmann sorgt hier für das Endergebnis von 3:1. Es folgt die Begegnung zwischen dem TB Hillixfeld und dem Herbstmeister der Kreisliga Hameln-Pyrmont vom MTV Lauenstein. Zorn sieht seinen neuen Sturmpartner Freddy Giga und dieser bringt die Ostkreisler in Führung, 0:1. Kurz darauf ging es weiter. Linus Zorn gerade noch Vorbereiter, jetzt schon Vollstrecker, 0:2 nach 5 gespielten Minuten. Kommt Zeit, kommt Bad ist scheinbar das neue Motto von Marcel Wünücki und der macht hier das 3:0 nach Vorarbeit von Schwenke.
Es blieb also eine einseitige Angelegenheit. Was anderes hatte man hier auch nicht erwartet. Freddy Giga, der Neuzugang, mit einem gut getimten Pass auf Kirchenberger, und dieser sieht das Licht am Ende des Tunnels, 0:4. Einen haben wir noch, liebe Zuschauer, und zwar diesen brutalen Kracher von Linus Zorn, 0:5. Das Endergebnis, es folgt die Tabelle der Gruppe C. Die Gruppe D geht los mit dem Match zwischen Basinghausen und Kleinberkel. Jona Quast bringt den Kreisligisten aus Kleinberkel in Führung, 0:1, und es roch hier nach einer faustdicken Überraschung. Milnickel kann sich fantastisch durchsetzen und erhöht auf 0:2. Das Ganze nach 10 Minuten. Basinghausen blieb also nicht mehr viel Zeit, doch der Bezirksligist ist mit allen Wassern gewaschen. Der Anschlusstreffer eine Minute vor Schluss durch Eberhard, und die Schwarz-Grünen gaben hier nicht auf. Eberhard sorgt für den Ausgleich kurz vor Schluss, 2:2 das Endresultat. Nächstes Duell, Haien gegen Hillixfeld, und das Team des Veranstalters geht hier nach 6 Minuten überraschenderweise in Führung durch den Treffer von Gravi, 0:1 für den TB Hillixfeld also. Doch der Tabellenzweite aus der ersten Kreisklasse wollte hier keine Überraschung zulassen. Meier mit dem Ausgleich, 1:1, und kurz darauf drehen die Herren mit den Leibchen das Spiel. Kai Jonas Dierenberger mit einem sehenswerten Treffer zum 2:1. Das genügte ihnen aber noch nicht. Meier markiert den Doppelpack und das Endergebnis 3:1. Kommen wir zur letzten Partie aus der Gruppe D zwischen dem SV Weetzen und dem ESV Eintracht Hameln. Pieper bringt die Hamelner in Führung, 0:1. Doch die Freude über diesen frühen Führungstreffer hatte nur ein kurzes Verfallsdatum. In der dritten Minute sorgte Mende bereits für den Ausgleich, 1:1. Und jetzt wurde hier sogar richtig gezaubert. Schauen Sie sich mal diesen Pass an von Scheuermann auf Mende. Und dieser findet wieder das linke Eck trocken humorlos zum 2:1. Die Hamelner brachen jetzt ein Epping mit dem 3:1. Der SV Weetzen war nun nicht mehr zu bremsen. Hameln chancenlos. Björn Scheuermann erhöht auf 4:1. Hier gab es keine Gnade für die Eisenbahner. Sebastian Bomm, 5:1 nach 10 Minuten. Technisch hatten die Roten hier wirklich einiges zu bieten. Epping mit einer fantastischen Vorarbeit für Björn Scheuermann, und der hat dann natürlich leichtes Spiel, 6:1. Und einen haben wir noch. Und zwar den 7. Treffer für die Gäste aus dem Raum Hannover, Björn Graf. Und dieses Tor kann sich wirklich sehen lassen. 7:1 das Endergebnis. Es folgt noch die Tabelle.